Servus. Guten Morgen. Heute ist es sehr spannend für mich, unsere Samstagmorgen-Gespräch hier zu machen, weil ich nämlich nicht zu Hause bin in meinem schon ziemlich gut eingerichteten Studio, sondern ich bin heute hier in einem Saunavorraum, die aber gerade nicht in Betrieb ist, in Einbeck. Ich mache hier so einen Musikworkshop ein Wochenende lang. Und habe mich jetzt zurückgezogen hier in einen Raum. Ich hoffe, dass das Netz gut hält. Ich würde euch am liebsten mal, ich weiß gar nicht, ob das geht. Guckt mal hier, ich habe hier einen wunderbaren Ausblick in die Berge und, naja, Hügel vor Harz. Und ja, und insofern hoffe ich mal, dass das alles gut hinhaut, dass ihr mich sehen könnt, dass die Beleuchtung einigermaßen stimmt und dass ich jetzt ganz gleich hier mich unterhalten kann mit meiner Fraktionsvorsitzenden-Kollegin aus Sachsen-Anhalt. Heute ist ja der Tag der deutschen Einheit und der 3. Oktober und das seit 30 Jahren. Also seit 30 Jahren sind wir wieder ein Deutschland. Für die Jüngeren unter euch, Deutschland war geteilt seit 1945 und es gab die DDR und die Bundesrepublik Deutschland und seit 1990 haben wir wieder ein Land und das feiern wir am 3. Oktober, weil da die Wiedervereinigung vollzogen wurde. Vielleicht zur Verwirrung, der 9. November ist der Tag, als die Mauer gefallen ist, als die DDR die Grenzen geöffnet hat und insofern ist das auch ein Tag, der gefeiert wird. Ich finde, der ist doch der emotionalere, weil der 3. Oktober auch der Tag ist, wo vielleicht für manche auch bestimmte Träume verloren gegangen sind. Aber das würde ich alles gleich gerne mit Conny besprechen, wenn sie sich denn jetzt hier einlädt. Oder vielleicht kann ich sie auch einladen. Ja, das mache ich mal. Füge Conny mal dazu. Und ja, das Lustige ist eben, dass ich in Einbeck bin. Das ist ja ziemlich bekannt durch sein Bier. Aber es liegt eben auch ganz nah an der Grenze. Ich kann hier auf den Brocken gucken. Meine Adresse heißt sogar Am Brockenblick. Und was ist besser, als am Tag der deutschen Einheit auf den Brocken zu gucken, schöne Klezmermusik zu machen und mit meiner Lieblingsfraktionsvorsitzenden Kollegin Conny telefonieren zu dürfen oder reden zu dürfen? Conny ist jetzt da und kommt aus Sachsen-Anhalt. Sag mal, ich weiß nicht, die hier zuhören, erstmal herzliche Einladung, immer in den Chat auch was reinzuschreiben, wenn ihr da was wollt, wenn ihr Fragen habt. Wir werden uns jetzt so ein knappes Stündchen unterhalten über alles, was mit Wiedervereinigung und zu tun hat und Ost-West und eins und was uns so einfällt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, stellt die gerne. Ich werde immer versuchen, da regelmäßig drauf zu gucken und die dann auch zu beantworten. Also insofern könnt ihr ein bisschen teilnehmen quasi. Wenn irgendwas mit der Technik nicht ist, weil es zum Beispiel hier zu sehr hallt, ich habe gerade erzählt, ich bin hier in einem Saunaraum, Vorraum, weil das der Raum war mit dem besten Netz, den ich hier auf diesem Seminar, wo ich bin, gefunden habe. Und wenn das zu sehr hallt, müsst ihr Bescheid sagen. So, Conny, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du das mit mir zusammen machst. Ich freue mich sehr. Wir haben uns ja gerade erst gesehen, aber trotzdem nochmal Hallo. Wir waren letzte Woche in Stuttgart zusammen bei der Ja, Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Conny, willst du dich kurz selbst mal vorstellen? das mache ich sehr gerne. Also ich habe mich gefreut, weil tatsächlich, wie du es schon eingeführt hast, können wir ja in den nächsten Minuten nochmal drüber reden, ist für viele Menschen aus der ehemaligen DDR der 3. Oktober durchaus auch ein ambivalenter Tag. Und es finden ja auch viele Feierlichkeiten nicht statt. Und wir haben auch überlegt, was kann man machen? Irgendwie muss man an den Tag erinnern. Und da ist es, finde ich, eine super Gelegenheit, einfach mit jemandem darüber zu reden, der andere Erfahrungen gemacht hat, der sich anders auf diesen 3. Oktober vor 30 Jahren vorbereitet hat, der jetzt auch die 30 Jahre logischerweise anders erlebt hat, weil du in einem ganz anderen Kontext aufgewachsen bist, weil du in einem ganz anderen Kontext lebst und arbeitest. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht drei Sätze ganz kurz zu mir, damit die Leute, die deinen Chat vielleicht auch öfters verfolgen, dann wissen, wer ich bin. Ich bin also, wie gesagt, Conny Lüdemann, komme aus Dessau, arbeite aber im Moment in Magdeburg, weil da unser Landtag ist. Ich bin also auch Fraktionsvorsitzende für Bündnis 90 Die Grünen, in diesem Fall in Sachsen-Anhalt.
Und das passt, glaube ich, ganz gut, weil ich habe nämlich einen recht starken Verwandtschaftszweig oben in Glücksburg und in Kiel. Und Das ist gut. Eka hat ja einen sehr starken Verwandtschaftszweig, wenn ich das so sagen darf, hier bei uns in Calwe in Sachsen-Anhalt. Also ist es auch spannend zu wissen, wie das schon vor der Wende reflektiert wurde. Ich bin tatsächlich 1968 hier in Dessau geboren, habe ein vielleicht ein bisschen nicht ganz normales Leben für die DDR geführt, weil meine Mutter hat bei der Kirche gearbeitet. Wir waren da auch sehr engagiert und insofern war man auf der einen Seite sehr unter Beobachtung, auf der anderen Seite dann aber doch auch in einem gewissen Schutzraum. Habe mich dann im neuen Forum engagiert, dann kam die friedliche Revolution. Wollte ich von Parteien und Politik überhaupt nichts mehr wissen, weil ich eher zu diesem Flügel geneigt habe, die gesagt haben, es ist eine Riesenchance. Es ist gut, dass die DDR weg ist. Das war unser Ziel. Aber man hätte aus meiner und unserer Sicht damals ein bisschen mehr Ideen. Da wäre es auch spannend. Da haben wir, glaube ich, auch so zusammen noch nie drüber gesprochen, Eka, wie du das siehst. Man hätte ein bisschen mehr Zeit und Gehirn und Ideen darauf verwenden können, tatsächlich ein Land zu schmieden, eine neue gesamtdeutsche Verfassung auf den Weg zu bringen, um wirklich zu schauen, was ist das Beste aus dem einen, was ist das Beste aus dem anderen, wie kann man die Bewegung der friedlichen Revolution, die, glaube ich, damals wirklich weltweit einmalig war, ohne Waffen ein System zu verändern, friedlich einen Umsturz zu erreichen. Also das hätte ich mir gewünscht. Und dann habe ich auch lange nichts von Parteien wissen wollen. Aber habe dann in dem neuen System gemerkt, dass es einfach die beste Möglichkeit ist, mitzubestimmen. Und bin deswegen seit 92 immerhin jetzt schon bei den Grünen. Und was weiterkommt, können wir ja dann sehen. Ja, dann arbeiten wir dran. Ich finde das sehr spannend, dass du gleich sozusagen zu dem aus meiner Sicht spannendsten Punkt kommst, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, also oder beziehungsweise wenn man zurückguckt. Und zwar haben wir bei uns im Landtag auch einen Antrag letzte Woche oder vorletzte Woche gemacht, nee, letzte Woche, wo nochmal deutlich geworden ist, dass die CDU irgendwie nur jubeln und Wiedervereinigung ist ganz toll. Und die SPD und wir haben gesagt, Mensch, es gibt auch Leute, die da anders drauf gucken und es gibt auch wirklich Probleme, die man auch nicht wegwischen kann und die haben nichts mit einer irgendwie ostdeutschen Mentalität oder so, vielleicht das auch, aber es hat auch ganz viel mit der Wiedervereinigung 1990 zu tun. Und ja, vielleicht zu mir tatsächlich, ich bin in der Lüneburger Heide in Westdeutschland, in der Bundesrepublik aufgewachsen und meine Eltern, mein Vater kommt aber aus Sachsen-Anhalt, aus der Gegend von Calbe, deswegen auch mein Name, ne, von Calben. Und der war immer irgendwie mit dem Herzen, also der ist eigentlich nie angekommen im Westen. Das hat man sehr stark nach der Wiedervereinigung gemerkt. Die sind 1990 dann zurückgegangen, wir haben erst sich da eingemietet in den Treuhandhäusern. Und dann haben meine Geschwister ein Haus gekauft, das Haus, sein Vaterhaus zurückgekauft von der Treuhand. Es war ja so, dass man ab einer bestimmten Größe nichts zurückbekam. Und dann hat er sich dort als Rentner mit meiner Mutter niedergelassen. Mittlerweile ist das so unser Familienmittelpunkt, ein wunderschön in Finau im Naturschutzgebiet gelegenes Haus und wo dann ab und zu mal Künstler aus der Künstlerstadt Calbe sind und so. Also es ist sehr schön und idyllisch und meine Mutter mit 92 Jahren lebt da immer noch alleine und hat bis vor kurzem noch Afghanen Deutschunterricht gegeben. Also es ist sehr, sehr, sehr lustig dort. Deswegen bin ich auch so ein bisschen ambivalent gewesen. Ich war immer schon auch als Jugendliche viel in der DDR, einerseits über die Kirche auch, aber eben auch bei unseren Freunden aus dem Ort, die dann in Dresden und Gerode und sonst wo wohnten. Und die auch anders auf die DDR geguckt haben als ihre Eltern, nämlich nicht nur kritisch. Die haben immer gesagt, wir wollen reisen, wir wollen Freiheit, wir wollen politische Freiheit, aber wir wollen nicht euch komplett. Und deswegen habe ich da auch anders drauf geguckt. Meine Familie, mein Vater, der war natürlich, der hat gelebt für die Wiedervereinigung und war in irgendwelchen Landsmannschaften und sowas, Konservativen. Also für den war natürlich der 3. Oktober auch immer ein Feiertag. Also wir haben uns auch irgendwie, wir haben dann auch gefeiert. Also als mein Vater noch lebte, war der 3. Oktober so ein bisschen auch so ein Tag, wo man, wie bei dem Wahltag, ja, wo man dann frühstückte und dann hinterher nochmal ein Glas Sekt angestoßen hat.
auch wenn wir da auch ambivalent, also ich als linke Politikerin da ambivalent drauf geguckt habe. Aber wenn man das jetzt so im Nachhinein sieht, ja, dass man vielleicht Dinge hätte anders machen können, das stimmt natürlich. Aber ich neige ja immer dazu zu gucken, was können wir eigentlich sozusagen in die Zukunft, ne? Ja. Also wir haben ja Dinge auch kapiert. Also, dass wir zum Beispiel mehr Gleichberechtigung brauchen, mehr Kinderbetreuungsplätze brauchen und ähnliches. Das hat ja der Westen auch vom Osten gelernt, sozusagen. Und da sind wir ja jetzt auch schon ein bisschen besser geworden, als wir noch vorher waren. Aber was ich dich noch mal fragen würde, es ist so lustig, wenn ich mit meinen Kindern spreche, die fragen mich immer, bist du eigentlich in Finau aufgewachsen, also in Sachsen-Anhalt? Und dann sage ich, hä, nee, wie kommt ihr denn darauf? Und für die ist es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Ossis und Wessis. Höchstens immer nur, wenn es über Probleme geht, ja? Und zieht man nach Dresden als Mensch mit dunkler Hautfarbe oder nicht? Also so eine Sachen. Aber sonst ist das für die kein Thema. Wie siehst du da drauf? Hast du da auch das Gefühl, dass das bei der jüngeren Generation zusammengewachsen ist? Oder so wie der Bundesbeauftragte, der sagte, Einheit geschafft, Einheit erledigt in seinem Bericht dieses Jahr. Ich bin da so ein bisschen unsicher, ob das wirklich so ist. Also ich gebe dir absolut recht, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen den Generationen. Ich glaube, das ist auch natürlich. Also wer jetzt, wir haben ja das Grüne Band als so wichtiges Projekt hier in Sachsen-Anhalt vorangetrieben, schon für den 9. November, aber jetzt Du auch musst doch mal erklären, was das Ah, Grüne okay. Band ist. Ja, ihr seid ja ein bisschen weiter weg. Ja, stimmt. Nee, ich dachte, die Leute, die ich kenne das, aber die Leute, die hier zugucken, Ist vielleicht nicht eigentlich ganz alle. einfach, da wo früher der eiserne Vorhang, sprich die Mauer war, ganz platt, haben sich ja dadurch, dass dort wirklich niemand hin durfte, das war ja sozusagen das einzig Positive an diesem trennenden Bauwerk, total viele seltene Pflanzen und Tiere entwickeln können. Und da gab es direkt nach der Idee, direkt nach der friedlichen Revolution, die Idee, die ist auch von grünen Mitstreitern vom BUND sehr stark vorangetrieben, entwickelt worden. Ja, von unserem Europaabgeordneten, ne, Markus Genau. Ich überlege jetzt gerade, jetzt habe ich gerade den Namen nicht. Kramer. Ja, Ich habe Kramer. ihn auch schon wieder vergessen, aber Michael übrigens haben Kramer. wir Michael Kramer und übrigens haben wir das grüne Band bei uns auch nur Richtung Meck-Pommern und nicht Richtung Sachsen-Anhalt bei Lübeck. Und da haben Stimmt. da auch schon Radtouren drauf gemacht und so. Und das ist Und wirklich hier was kann auch. man es sehen, wahrscheinlich irgendwo. Ah ja. Naja, ich gucke ja auf den Brocken. Also irgendwo im Osten muss da ja das grüne Band sein. Tatsächlich ist ja die Idee, und das war so die große Vision von Michael Kramer, dieses grüne Band durch ganz Europa zu ziehen. Also tatsächlich oben von der Küste bis unten zum Schwarzen Meer, also quasi als Kernstück die innerdeutsche Teilung an der Stelle zu dokumentieren, aufzuheben und eben auch auf der einen Seite die seltenen Tiere und Pflanzen zu schützen, aber eben auch, und das finde ich ganz wichtig, ich hatte im letzten Jahr meine Sommertour mit dem Fahrrad am Grünen Band gemacht, die Erinnerungskultur dort festzuschreiben, nämlich das, was die Menschen, die dort jahrzehntelang gelitten haben, also wie du das beschreibst von deinem Vater, ging es ja vielen und dann noch sozusagen auch körperlicher, die dort direkt leben mussten, die nicht umgesiedelt wurden, die nicht umgesiedelt sind, sondern die in der Nähe dieses eisernen Vorhangs geblieben sind und da wirklich gelitten haben, zum Teil auch ganz viel versucht haben, um dagegen anzugehen. Und das ist das Schöne beim Grünen Band. Man nennt das nationales Naturmonument, dass man auf der einen Seite eben Natur schützt, aber eben auch das, was die Menschen dort, indem sie jetzt alte Grenztürme erhalten, damit das eben für junge Menschen noch sichtbar ist, indem sie kleine Grenzmuseen, hüben wie drüben, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Da schreibt jetzt gerade eine Ja, meiner. Bianca schreibt, Bianca kommt auch aus Sachsen-Anhalt, hat schon geschrieben, dass sie 1990 das erste Mal auf dem Brocken war und dass es viele gebrochene Biografien gibt und dass ihre Eltern eine sehr bekannte Gaststätte der DDR als gut verdienende Staatsangestellte führten. Also das war zum Thema gebrochene Biografien, was dann hinterher passiert ist.
Ich kann das. Aber nochmal zum grünen Band zurück. Also, Bianca, können das gleich nochmal aufnehmen mit den gebrochenen Biografien. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Bianca kommt bei uns aus dem Kreisverband, deswegen kenne ich sie. Okay. und will jetzt auch für den Bundestag übrigens kandidieren. Und bei uns das grüne Band wollte ich nur noch mal sagen. Ich finde das ganz wichtig, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt hier zuhören und irgendwo in einer der Grenzregionen wohnen. Wir brauchen da noch viel mehr Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ich merke, dass alle die Idee ganz toll finden, dass wir den Bereich wirklich sowohl als Biotop sozusagen, also das muss man sich ja so vorstellen, das war ja nicht eine Mauer überall wie in Berlin, sondern es war ein großer Abschnitt von mehreren zwei Kilometern. Und dann noch gab es hinterher noch mal ein Hinterland von 5 Kilometern, wo auch nur Menschen mit Sonderausweis rein konnten. Aber dieser Mittelstreifen war vermint. Und das bedeutete natürlich für die Menschen eine ganz schreckliche Situation. Also wenn man fliehen wollte, musste man durch diesen Minenabschnitt. Aber das bedeutete auch zum Teil übrigens auch für Tiere eine Gefahr. Ja. Und musste jetzt eben nach der Wende auch aufgeräumt werden, weil man eben diesen Bereich auch wieder nutzen wollte. Sowohl landwirtschaftlich, aber auch um da rumlaufen zu können. Und es war also sozusagen ein Vorgrenzposten. Dann kam dieses Minenfeld und dann kam nochmal ein Stacheldrahtzaun. Auch ein natürlich mit Strom und so und überall so eine Wachtürme in kurzen Abständen. Wir sind da halt sehr oft lang gefahren, über die Grenze gefahren bei Bergen dann ging das immer darum, was hat man mitgenommen oder nicht mitgenommen. Auf dem Hinweg habe ich Stones-Kassetten reingeschmuggelt und auf dem Rückweg hat meine Mutter irgendwelche alten handgeschriebenen Bücher von unseren Vorfahren sich irgendwo reingesteckt, um die dann wieder rauszunehmen. Das durfte mein Vater immer nicht wissen, weil er immer Angst hatte. Aber sie hatte immer alles Mögliche in ihren Taschen. Ja. Ja, das war sehr aufregend. Das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, was das bedeutete. Ne? Das war wirklich richtig, also man hatte richtig Bauchweh, wenn man da an der Grenze oft 1-2 Stunden warten musste, bis man dran war, weil man irgendwie Angst hatte, man hat irgendwas mit, was man nicht hätte mithaben Absolut. Dürfen. Aber gut, das ist sozusagen zum grünen Band. Ich bitte euch alle, wenn ihr irgendwo in der Nähe wohnt, unterstützt dieses Projekt. Das ist leider noch viel zu wenig, glaube ich, promoted. Und je länger irgendwie die Wiedervereinigung anhält, umso mehr habe ich das Gefühl, das geht so aus dem Bewusstsein und aus der Erinnerung raus. Und zwar, und deshalb jetzt nochmal vielleicht zur heutigen Zeit. Eigentlich ist es ja gut, wenn die Dinge verschwimmen und wenn wir irgendwie nicht mehr Ossis und Wessis haben oder so. Aber andererseits denke ich auch manchmal, wenn wir diese Erinnerung nicht an so einem 3. Oktober hochhalten, dann geht auch was verloren. Oder wie siehst du das? Ich will auch nochmal, ich habe vorhin deine Frage, glaube ich, gar nicht zu Ende beantwortet, weil ich denke tatsächlich, dass es bei den Jüngeren... Ich bin dir wahrscheinlich wie immer ins Wort gefallen, Conny. Also das geht zum Teil bis zum Unverständnis, so wie du das von deinen Kindern berichtet hast. Also mein Sohn ist 32, das heißt, er ist zwar 88 geboren, aber die ersten beiden Jahre waren ja von der Häuslichkeit geprägt. Das heißt, er ist komplett im westdeutschen System aufgewachsen. Und auch da merkt man, also bei uns ist oft die erste Frage, wo kommt ein Referent her? Was hat der für eine Prägung oder irgendwie sowas, ne? Das spielt bei denen wirklich keine Rolle. Da geht es darum, was kann jemand leisten, was hat er gemacht. Und Unzufriedenheiten erlebe ich eher, dass die wirklich sozial orientiert sind. Ne? Also dass es an bestimmten Stadtteilen sich festmacht, dass es Unterschiede zwischen Bundesländern gibt, aber nicht nur zwischen Ost und West, sondern dass es da durchaus Teile von NRW ist ja immer so das Beispiel, was auch absolut zutreffend ist. Ne? Kannst du nicht mit Dresden vergleichen. Jetzt von der materiellen Seite her. Aber dass eben die Älteren, wie das auch die Userin geschrieben hat, die ich ja jetzt nicht persönlich kenne, tatsächlich da dichter dran sind und ihre eigenen Biografien zum Teil eben auch als entwertet, unfreiwillig abgebrochen empfinden. Und da dann natürlich, und das finde ich sehr nachvollziehbar und an manchen Stellen eben auch von westdeutschen Politikern und Handelnden zu wenig beachtet, als negativ empfinden. Also da sind viele Dinge auch ignoriert worden und ich glaube, das ist keine Entschuldigung, aber das ist für manches, was jetzt in der ehemaligen DDR, in den ostdeutschen Ländern passiert, glaube ich, so eine Erklärung.
Ich glaube auch dieses, da geht ja auch rein diese Debatte um den Unrechtsstaat. Das haben wir in Thüringen erlebt, dass das für die CDU eine Voraussetzung sein sollte, Ramelow zu wählen, dass die Linken sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat. Hm. Ich glaube, es ist völlig unstrittig eigentlich, dass es ein Unrechtsstaat war und auch eine Diktatur. Und ich weiß auch, dass gerade bei Bündnis 90 auch viele auch gerade das wollten, dass die Linken das sagen. So, ja. Aber auf der anderen Seite hatten natürlich auch viele Menschen ihre DDR-Geschichte und haben dort auch Dinge erlebt, die also ein Leben geführt und was aufgebaut und auch zum Teil für den Staat. Und ich will die Dinge nicht rechtfertigen. Also niemand würde ja bei uns sagen, naja, aber bei NS, die Leute, die im Dritten Reich gelebt haben, wollen ja auch nicht, dass es alles schlecht geredet wird. Aber ich finde, dass wir einfach anerkennen müssen, dass es Leute gibt, die wirklich gedacht haben, sie schaffen es, einen demokratischen Sozialismus aufzubauen, ohne Menschenrechtsverletzungen. Und das ist halt aus meiner Sicht gescheitert. Aber trotzdem macht man dadurch sozusagen ja so eine Biografie irgendwie auch kaputt in dem Land, wenn man immer darauf sich so konzentriert und das so als Voraussetzung jetzt für alles sieht. Also ich könnte das sagen, dass es ein Unrechtsstaat war, aber ich bin auch in Westdeutschland aufgewachsen und ich finde, man muss auf die Leute hören, die in der DDR gelebt haben und die DDR mit geprägt haben. Das ist, glaube ich, an vielen Stellen auch eine Frage der Differenzierung. Wenn man sagt, es war ein Unrechtsstaat, und das denke ich wirklich, weil ich auch im engsten Freundeskreis erlebt habe, wie repressiv dieser Staat umgegangen ist. Man musste zum Beispiel, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, in der DDR immer seinen Personalausweis dabei haben, um sich immer und überall ausweisen zu können. Denn es gab für viele Menschen örtliche Beschränkungen, die schon mal aufgefallen sind, weil sie vielleicht zu aufmüpfig oder zu westlich sich geäußert haben. Denen wurde dann zum Beispiel auferlegt, sich nicht in Grenzregionen aufzuhalten, nicht nach Berlin zu fahren nur ihren Heimatort, diesen nicht zu verlassen etc. Das wurde dann da alles hinterlegt. Und wenn man, das kann ja mal passieren, gerade wenn man jetzt vielleicht 17 ist oder so, seinen Personalausweis nicht dabei hatte, dann wurde man sehr schnell auch aufs Polizeirevier mitgenommen, musste da mehrere Tage verbringen, irgendwelche hochnotpeinlichen Befragungen über sich ergehen lassen, wurde versucht, unter Druck zu setzen, für die Stasi zu arbeiten in seinem Umkreis etc. Also das sind alles so Dinge, die man sich, glaube ich, heute nicht mehr vorstellen kann. Aber diesen Unrechtsstaat davon zu trennen, dass es auch in diesem Unrechtsstaat Menschen gab, die ein gutes Familienleben geführt haben, die sich ernsthaft bemüht haben, die Wirtschaft am Leben zu halten, damit es allen einigermaßen gut ging, die, wie hier auch geschrieben wird, auch gute Erinnerungen an Familiengeburtstage, an Klassenfahrten, an Zeichenkurse etc. haben, also dass man das nicht so vermischt. Also es ist wie immer, ne? Es ist nicht alles gut oder schlecht, sondern verrückterweise kann es auch in einer Diktatur, eben vorzugsweise auch in einer Diktatur, der es ja auch dank westlicher Unterstützung, das ist auch klar, noch materiell relativ gut ging, wenn man das jetzt mit anderen Ostblockstaaten oder heute mit Nordkorea oder so vergleicht, ne, ging es uns ja materiell noch relativ gut. Und dass da auch natürlich gute Sachen passiert sind, dass da auch prägende, positive Dinge passiert sind, das wird dann manchmal so vergessen. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen stört. Dieser Satz, naja, es war nicht alles schlecht in der DDR und wir hatten doch ein gutes Leben. Der meint nicht zwingend, dass man den Unrechtsstaat ignoriert, sondern der meint, es darf nicht negiert werden, dass ich trotzdem versucht habe, meine Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Dass es trotzdem möglich war, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Also das war zum Beispiel... Aber jetzt nochmal, ich will ja nicht... Also das Problem ist immer, wenn man so ein Thema anspricht, dass man den Eindruck erweckt, man will irgendwas relativieren oder so, ja, oder in vergleichen. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich das Unrecht in der DDR ein anderes finde als das Unrecht im Dritten Reich, wenn man das mal vorweggestellt, ja. So. Trotzdem würde man doch, wenn heute Menschen sagen, gut, die sterben meistens jetzt mittlerweile aus, aber unsere Elterngeneration, da gab es das ja noch,
Naja, so schlecht war das ja nun auch nicht alles unter Hitler. Ne? Weil das natürlich eine gefühlte Wahrnehmung von Menschen gab, die gesagt haben, zum Beispiel, der Adel, der wurde jetzt endlich mal so ein bisschen entmachtet, das war doch eigentlich ganz gut. Und die Leute hatten Arbeit und die Jugendlichen hatten Lagerfeuer und so. Also, und da schluckt man ja, wenn man sowas hört und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, was du und meinst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei den Westdeutschen ähnlich ist, wenn Leuten auch, oder auch von linken Westdeutschen gesagt wird, naja komm, es gab aber auch sehr schöne Erinnerungen in der DDR. Und ich habe das ja erlebt, ich bin ja da gewesen und habe auch bestimmte Dinge schöner erlebt als bei uns. Zum Beispiel, weil da fand ich es total cool, weil viele hatten ja kein Telefon und ich hatte eine Freundin in Gernrode im Harz. Und wenn ich da war, da klingelte andauernd irgendjemand und sagte, ah, ich wollte heute Abend mal mit dir zusammen sein. Ja. Oder übrigens da, drei Häuser weiter ist eine Party, wollt ihr damit hinkommen? Das war nicht, oder auf einmal war im Briefkasten eine Karte, komme morgen Abend zum Abendessen. Weil man konnte sich ja telefonisch nicht verabreden. Ja, so ist es. Und das fand ich irgendwie, das hatte sowas einerseits Entspanntes und andererseits auch sehr Kommunikatives, muss ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich sag mal, und das führt uns ja wieder dazu, dass wir uns immer mehr annähern. Das ist inzwischen, glaube ich, also wenn ich mir junge Leute angucke, ne, also ich bin jetzt noch keine Großmutter, aber so im Freundeskreis von meinem Sohn gibt es ja da durchaus auch schon Enkel und dergleichen. Also die junge Generation, die ist, glaube ich, in Ost und West gleich, ne? Also da würde, glaube ich, niemand mehr auf die Idee kommen, irgendwie sich in dieser Weise zu verabreden, ne? Also WhatsApp und dann ist aus die Maus. Und dass Dinge auch beliebiger gehandhabt werden, dass man zusagt und schnell wieder absagt und so. Also das nehme ich, egal ob ich mit jemandem rede, der in Dresden wohnt oder wenn du das jetzt beschreibst oder hier bei uns in Dessau oder Berlin. Also da hat sich, glaube ich, die junge Generation von vielem befreit. Und ich finde das ja auch gut, dass ich da oft höre, auch diese ernsten Sendungen, jetzt kommt wieder dieses Zeug, letztes Jahr zum 9. November und jetzt zum 3. Oktober. Es ist doch jetzt auch mal gut und jetzt wir wollen mal gucken, dass das jetzt hier alles wieder mit Corona weggeht und dass wir ins Ausland reisen können, dass wir unsere Austauschprogramme machen können und dergleichen. Und das zeigt mir aber, dass es doch auch vielleicht nicht eine hundertprozentige, aber dass es auch eine Erfolgsgeschichte ist, dass wir viel auch im Austausch miteinander gemeinsam auf den Weg gebracht haben und dass es an viel mehr Stellen Annäherung gibt, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Natürlich gibt es immer die großen Unterschiede. Die Linkspartei bei uns, die hat als allererstes immer die Rente als großes Beispiel, wo ich sage, natürlich sind da auch Fehler gemacht worden. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, um mal ein Beispiel zu nennen, die in der DDR geschiedenen Frauen, die haben ja nach DDR-Recht nichts bekommen. Also so wie jetzt, dass es Güterausgleich gibt, dass Rentenpunkte verrechnet werden etc., Kindererziehungszeiten, sowas gab es alles nicht. Und das ist aus, da gibt es jetzt so unterschiedliche Geschichten nach 30 Jahren, warum auch immer im Einigungsvertrag tatsächlich vergessen worden. Die haben sich bis zum Europäischen Gerichtshof durchgeklagt, um jetzt quasi nach westdeutschem Recht behandelt zu werden. Und das sind so Punkte, wo man sagt, okay, es gibt Teile, die sind nicht gut gelaufen und die sind auch heute noch nicht geregelt. Es gibt Unterschiede, wie gesagt, gerade die Rente. Aber ist es nicht wahrscheinlich, ist es nicht vermutlich so geregelt worden, weil man gesagt hat, die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen waren in der DDR nicht so groß? Und deswegen brauchte man da keinen Güterausgleich festzulegen und sowas, sondern hat gesagt, da behalten wir dann ein mehr oder weniger altes DDR-Recht. Also das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, oder? Das wird der Grund gewesen sein. Man hat aber dabei vergessen, dass es auch in der DDR Frauen gab, vorzugsweise von Professoren, von Betriebsleitern, von Chefärzten, die nicht gearbeitet haben, die also null eigene Rentenpunkte erworben haben. Und die stehen jetzt wirklich echt, also ganz vorsichtig gesagt, blöd da. Die betroffene Bevölkerungsgruppe wird immer weniger, die sterben sozusagen lange aus. Aber da gab es über die 30 Jahre unzählige Befassungen im Bundestag. Also das ist ein Wahnsinn. Es gibt auch viele Grüne, die sich damit beschäftigt haben. Und wir haben ganz klar gesagt, also in dieser Zeit, in der der Einigungsvertrag zusammengeklopft wurde,
klar, gab es Dinge, die nicht geregelt wurden. Es gibt ja jetzt auch immer noch Dinge, die im Nachgang dann neu verhandelt wurden. Zum Beispiel Intelligenzrenten, die angeglichen wurden etc. Und warum ausgerechnet solche kleinen Punkte, die viel Unmut machen, nicht geregelt werden, das ist natürlich etwas, was bei den Betroffenen hier vor Ort auf ein hohes Maß an Unverständnis stößt. Aber so andere strukturelle Sachen, da sage ich immer, Leute, guckt euch mal unsere Infrastruktur hier an. Also ich bin ja nun wirklich nicht diejenige, die sagt, man muss an jeder Ecke eine Autobahn bauen. Ne? Das ist Gott sei Dank. Und bitte nicht durch die Altmark, wenn ich das mal sagen darf. Auch so, wenn ich dann schneller da wäre. Aber wenn du dir unsere Infrastruktur anguckst, ne? Bei uns ist immerhin die Hälfte der Strecke auf der Schiene elektrifiziert. Wir haben ein unheimlich dichtes Netz an Autobahnen. Wir haben sanierte Landesstraßen etc. Das hat manches Bundesland und das hat manche Gegend in Westdeutschland nicht in dieser Weise, wo wirklich auf einen Schlag so viel saniert wurde. Da gibt es Unterschiede, wo vielleicht die westdeutschen Länder sagen könnten, oh, da bin ich jetzt nicht zufrieden damit, da ist vielleicht zu viel Geld reingeflossen. Auf der anderen Seite gibt es bei uns natürlich mit der Mindestrente und mit der Angleichung der Rentenpunkte bei uns Unzufriedenheit. Ja, und Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst, ne, da kämpft Verdi ja jetzt drum. Das ist ja auch, bei euch müssen die Leute im öffentlichen Dienst auch mehr Stunden die Woche arbeiten, genau, als in vielen westdeutschen Ländern. Ich habe, um vielleicht noch mal, also es gibt diese Ungerechtigkeiten, ja, und es gibt Verbesserungen für viele Menschen, das ist ja gar keine Frage, und das ist eben nicht nur die Reisefreiheit, aber es gab natürlich auch höhere Erwartungen, ne? Höhere Träume aufgrund von Werbung, aufgrund von Bildern, die man vielleicht von Westdeutschland hatte und gedacht hat, kommt die Wiedervereinigung und dann haben alle irgendwie so ein Leben wie bei Dallas oder so, ne? Oder keine Ahnung, was man als Vorbild hatte. Und so ist es natürlich nicht gekommen und dass eben auch Dinge dann auseinanderbrechen, also man Betriebe massenhaft dicht gemacht haben und dadurch dann eben auch Kolleginnen und Kollegen Arbeitsabläufe verloren gegangen sind. Das ist das eine. Ich glaube, da hat sich auch also wir gucken ja oft, wenn wir an die Unterschiede angucken, das ist ja auch bei uns politisch, dann habt ihr einfach auch ein Problem, dass ihr mit einer sehr starken AfD leben müsst. Also das ist ja immer unser Thema, wenn wir uns als Fraktionskolleginnen treffen. Fraktionsvorsitzenden, Kollegin, und über unsere Koalition sprechen und ich dann sage, na ja, in Jamaika mit CDU und FDP, wir haben Probleme, aber wenn es nicht mehr geht, dann sage ich halt, da stimme ich nicht zu. Oder dann gibt es halt keine Mehrheit oder so. Und wo ihr in Thüringen und du in Sachsen-Anhalt doch ganz andere Zwänge habt, auch mit eurer CDU und mit dieser Bedrohung, sage ich mal, durch die AfD, wie man überhaupt den demokratischen Kontext, auch in Brandenburg, ne, wie man das noch zusammenhält. Und es gab ja jetzt so eine Untersuchung, dass irgendwie nur 20% mit der Demokratie zufrieden sind in den ostdeutschen Bundesländern. Und da sage ich aber mal zu, aber auch nur 40% im Westen, was ich ehrlich gesagt auch nicht so eine dolle Zahl finde. Aber ja, liegt das sozusagen, das liegt ja auch in der jüngeren Generation, wenn ich das so an den Zahlen sehe. Und ist es so, hat das auch noch was mit den Versprechen, die nicht gehalten sind? Oder hat das was damit zu tun, dass man es nicht so gelernt hat, weil man ja vorher, man ist ja praktisch direkt vom Dritten Reich in die DDR gekommen und hat sozusagen wirklich Demokratie, was erkämpfen, Kompromisse erst mit der Wende gelernt. Also was glaubst du, was wir tun können, damit sich das irgendwie mal wieder ein bisschen bessert? Vielleicht noch ein Satz davor. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber könntest du dir vorstellen, dass die These stimmt, dass man sich bei der Einheit und beim Vollzug der Einheit zu viel auf Materielles, so wichtig wie das ist, ne? Das ist natürlich die Grundlage, klar, keine Frage. Aber dass man sich zu viel auf Materielles konzentriert hat und sozusagen das, also mit meiner Ausprägung würde ich sagen, ideologische, ne? Also aber das, was sozusagen mental und im Kopf passiert, dass man das ein bisschen ignoriert hat. Also in der Nachschau, auch als ich so überlegt habe, was wir heute vielleicht so besprechen, habe ich so gedacht, ja, es ging sehr viel um die Treuhand. Es ging sehr viel um die BVVG. Also das ist ja quasi das Pendant der Treuhand bei den landwirtschaftlichen Flächen. Da gibt es bis heute noch Auseinandersetzungen, da gibt es bis heute noch Unstimmigkeiten. Es ging sehr viel darum, was alles wichtig ist, ne? Keine Frage, Ausbildungsstandards,
Schulstandards etc. So rein fachlich, sachlich anzugleichen. Aber einzukalkulieren, dass eine ganze Generation, und damals haben ja noch die Großeltern und zum Teil Urgroßeltern gelebt, die unter dieser Repressionserfahrung gelebt haben, das dann auch an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben, ist, glaube ich, ein Stück weit ignoriert worden. Weil wir überlegen ja auch immer, ne, du hast jetzt öfters mal auch Thüringen mit eingespielt, wir im Osten haben ja deutlich, deutlich niedrigere Wahlergebnisse bei den Grünen und bei eher linken Parteien. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Außer die Linken. Bei den linken Parteien, genau. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass in vielen Menschen immer noch der Drang ist, ich brauche jemanden, der irgendwie klare Regeln vorgibt. Und alles, was wir Grüne machen, ist ja ermöglichen, die Menschen sollen selber entscheiden. Wir wollen auch, dass Dinge sich komplett verändern, was natürlich auch wieder eine schwierige Leistung ist, die wir von den Menschen abverlangen. Also, dass man das ein bisschen vernachlässigt hat, nicht nur die Fakten müssen stimmen, sondern es muss auch also die Nachvollziehbarkeit in den Köpfen gewährleistet sein. Und das geben ja die Eltern dann auch über die Erziehung weiter. Und das ist das schon, was auch viele Jüngere sagen, dass sie erst, als sie dann hier weggegangen sind, eigentlich diesen Gebrauch der Freiheit, als glaube ich mal jemand umschrieben, gelernt haben. Und deswegen versuchen wir jetzt viele Anstrengungen zu unternehmen, auch junge Leute, die weggezogen sind, wieder hierher zu holen. Was im Übrigen jetzt gerade anfängt zu wirken, was jetzt gerade beginnt zu funktionieren, weil viele aus der jungen Generation jetzt echt schätzen, dass es bei uns Raum gibt. Wir sind ja jetzt leider Gottes auf einem Bevölkerungsniveau von 1905 angekommen. Das klingt erstmal total schrecklich. Ja, als ich das zum ersten Mal in dem Vergleich gehört habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, Entvölkerung, das hört sich alles ganz schrecklich an. Aber es bietet total viele Chancen. Oh. Und wenn wir jetzt, und da haben wir ja gerade... Ich stelle mir das so schön vor. Du, wir haben jetzt gerade in dieser Legislatur, ne, wir sind ja jetzt seit langem das erste Mal wieder in der Regierung, wirklich echt auch einen Sprung beim schnellen Internet gemacht. Und das bietet für so viele Chancen. Mir jetzt ist Homeoffice ja auch ein positives Beispiel wieder. Also ich glaube, da kann man als Wohnstandort und als Standort zum Leben, Kinder zu erziehen, hier also wirklich Schätze finden. Auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, in der Altmark allemal. Aber es ist natürlich so leider, dass diese Entvölkerung, wenn man das so will, auch nicht in der Demografie genau gleichmäßig geht, ja, sondern dass eben sehr viele ältere Menschen da bleiben. Und ich meine, das erlebe ich ja nun tagtäglich, wie schwierig das ist, Pflege auch zu organisieren dann für ältere Menschen, die eben noch da bleiben. Ne? Also neulich hatten wir mal neulich ist auch schon wieder 3 Jahre her, da war irgendwas bei uns, irgendjemand hatte Geburtstag und da kommen ja immer die Leute aus dem Dorf und da kommt einer und sagt, guten Tag, ich bin der jüngste Erwachsene im Dorf und der war 50. Und das war das schon, das hat sich mittlerweile geändert, da sind auch einige junge Familien zurückgekommen, aber das war schon irgendwie, da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Also das ist, aber dass das eine Chance bietet, auch wegen günstigerem Wohnraum und dass die Digitalisierung natürlich auch eine Möglichkeit schafft, weil wenn man sowieso im Homeoffice ist, dann kann man auch in einem schönen Naturgebiet leben und zu einer günstigen Miete. Und ich glaube, da wird sich einiges tun und verändern. Es muss allerdings eben einhergehen, auch mit, finde ich, so einem positiveren Image. Ne? Ja. Also für viele Menschen bei uns im Westen, sage ich mal, gerade Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder mit offensichtlichem Migrationshintergrund, ja, ist das immer noch eine Imagebremse, sage ich mal, wenn man an die Pegida-Demonstrationen und Ähnliches zurückdenkt. Und ich glaube, da muss man zusammenkommen. Ich erlebe das ja in dieser Künstlerstadt Kalbe, ne, was da alles getan wird, um die Kulturen zusammenzubringen, um wirklich aktiv auch zu zeigen, der Osten ist nicht irgendwie eine reine rechte Brutstätte sozusagen. Weil ich glaube, das Image ist dann manchmal schlechter, als es sein müsste. Und ich werbe immer dafür, neben allen Problemen und was kann man jetzt tun, um die AfD kleiner zu machen und auch sozusagen die Pflänzchen, die es überall gibt, positiv herauszustellen. Und das erlebe ich auch bei euch, meinen grünen Freundinnen und Freunden, dass ihr das macht. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, nächstes Jahr sind
einige Landtagswahlen, auch bei dir, Conny. Du bist gerade zur Spitzenkandidatin gekürt worden. Herzlichen Glückwunsch. Gute Wahl, liebe Leute in Sachsen-Anhalt, dass ihr sie gewählt habt. Und so wie ich das sehe, müssen wir, wenn wir gemeinsam was wollen für Deutschland und und nicht in Ost und West denken, müssen wir euch dringend unterstützen, weil ihr natürlich längst nicht so viele Mitglieder habt wie andere Landesverbände. Oh ja, das und stimmt. Wir haben jetzt gerade einen Antrag auf unserem Parteitag in 2 Wochen eingereicht, wo wir darum werben werden, wo wir unseren Landesvorstand und die Landespartei dort beschließen wird, dass wir mit euch eine Partnerschaft eingehen, mit dem Saale-Kreis. Ich bin ja der Meinung, wir müssen das auch für den Kreis Salzwedel haben, aber das kann dann ja jeder machen, wie er möchte. Wir werden jedenfalls in Schleswig-Holstein eine Partnerschaft mit Sachsen-Anhalt eingehen und ich hoffe, dass da viele Menschen dann auch dahinter stehen, die gemeinsam was auf die Beine stellen. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig und gut, wenn wir das tun. Also das war total rührend, als ich gehört habe, also was ihr da vorhabt, und ich hoffe sehr, und da werde ich auch noch Gespräche führen, dass auch andere Bundesländer das dann vielleicht in ähnlicher Weise, ja, noch ein paar mehr Landkreise bei uns, denn das hatte eine Userin vorhin gefragt, also auch unter den jungen Menschen gibt es eine relevante Zahl von AfD-Wählern. Das ist relativ normal, weil bei letzte Wahl waren es 24,8% AfD-Wähler. Das spiegelt sich natürlich in allen Bevölkerungsschichten und in allen Altersgruppen wider. Aber was mir eben wirklich auch Hoffnung macht, dass wir merken bei so U16-Wahlen oder U18-Wahlen, was es dann ja immer mal so gibt oder so Abfrage unter Schülervertretern etc., dass da wirklich auch eine sehr positiv-kritische Generation heranwächst, die genau sieht, welche Folgen das hat. Und die also wirklich sehr klar argumentieren, dass AfD kein Protest ist, die sehr klar sehen, wohin sich insbesondere die AfD auch hier in Sachsen-Anhalt entwickelt. Ne? Also mit Till Schneider, das ist jetzt der stellvertretende Parteivorsitzende hier. Das ist jemand, der für Jugendknast eintritt, der für ein Schulsystem, also tatsächlich, also ungelogen wie im 19. Jahrhundert eintritt. Das andere will ich alles jetzt hier gar nicht wiedergeben. Das ist nicht unser Punkt. Ich glaube, unser Punkt ist genau das, was du, Eka, gesagt hast. Und das habe ich in meiner Bewerbungsrede als Spitzenkandidatin auch sehr stark gemacht. Wir müssen uns an diejenigen wenden, die was anderes mit diesem Land wollen. Die wirklich sehen, wo die Chancen liegen. Und das hat ja alles auch einen Link zu dem, was uns Grüne ausmacht. Viel Fläche bietet natürlich auch viel Raum für erneuerbare Energien, bietet viel Raum, um sich geistig und praktisch auszuprobieren, um einfach auch mal Dinge ja, wie in so einem Reallabor tun zu können. Und das muss man unterstützen. In Sachsen-Anhalt hat man wirklich die Möglichkeit, also in den demokratischen Parteien auch, wenn man das will, sich sehr stark und sehr schnell einzubringen, weil es eben eine geringe Zahl an Parteienbindung gibt. Also nur mal so zum Vergleich, ne? Wir sind 2,1 Millionen Einwohner und wir haben bei den Grünen 1200 Mitglieder in diesem Flächenland. Das bietet ganz viele Chancen, die aber sehr herausfordernd sind, in manchen praktischen Dingen dann zu ergreifen. Und da haben wir jetzt natürlich viel gelernt durch Corona. Wir werden jetzt auch mal einen Länderrat, das ist bei uns noch der kleine Parteitag, in komplett digitalisierter Form durchführen. Da bin ich sehr gespannt, also wie das so laufen wird. Wir haben aber auch gute Unterstützung von der Bundespartei an der Stelle, die das ja alles schon gemacht hat. Glaube, man kann übrigens, wenn man jetzt sagt, ich habe aber keine Zeit und keine Lust, praktisch mitzumachen, wobei man kann auch einfach in der Nachbarschaft mal ein paar Flyer in die Briefkästen schmeißen oder so, aber man kann auch eine kleine Spende überweisen und da sage ich immer Crowdfunding, Kleinvieh macht auch Mist, weil bei so wenig Mitgliedern könnt ihr euch auch vorstellen, dass es da nicht so viele Mitgliedsbeiträge gibt. Und heutzutage gewinnt die AfD Wahlen auch mit Geld, indem sie ja bei Facebook Werbung schaltet, indem sie flächendeckend plakatiert. Das heißt, natürlich wäre es am schönsten, ihr unterstützt die Grünen, aber unterstützt die demokratischen Parteien, weil die AfD kriegt Geld ohne Ende von allen möglichen. Und wenn ihr sagt, ihr habt keine Lust,
oder keine Zeit oder manchmal kann man ja auch einfach gerade nicht sich praktisch engagieren, dann könnt ihr vielleicht, was weiß ich, statt einmal essen gehen, in Corona ist das ja eh gefährlich, sagen, okay, heute Abend unser Essen gehen, spenden wir jetzt einfach mal in demokratischen Partei und am besten den Grünen. Das wäre super. Und was der Kollege hier aus NRW berichtet, das ist natürlich unzweifelhaft richtig, dass man vor Ort gehen muss und Gesprächsangebote machen muss. Das hat aber natürlich auch wieder einen Link zu personellen ja. Ressourcen. Ne? Wenn man wenig ist, kann man wenig Gespräche machen. Bei 1000 Mitgliedern? Wir werden das aber machen. Also zum Beispiel wird es nächstes Jahr diese Spitzenkandidatentour, die es so klassischerweise, zumindest ist das bei uns hier so Standard immer gibt, werde ich nicht in den letzten 2-3 Wochen machen, sondern die werde ich über 6 Wochen ziehen. Werde da mit dem Fahrrad als auch als Mitmachaktion, wo Leute dann ein Stück mitradeln können, unternehmen, dann gemeinsam mit den Leuten immer Stopps machen, viel reden, abends eine öffentliche Veranstaltung machen, wo man dann um den Grill zusammensteht und sich über Gott und die Welt und die Dinge, die wirklich hier als Themenstellung in Sachsen-Anhalt sind, unterhält, ob man da noch eine Marktplatzrede hält oder was auch immer. Ne? Das ist so ein offenes Konzept, was man dann immer auch anpassen kann, je nachdem, wie das in dem Alter. Schickt uns bitte rechtzeitig den Zeitplan, damit wir uns das gegebenenfalls blocken können, falls wir in der Altmark dazu stoßen wollen. Das ist natürlich eine super Idee, weil es ist ja ein Teil dieser Idee, dass man die Menschen auffordert, und das habe ich jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert in meinen Sommertouren, das ist immer gut gelaufen, ne? Also das ist ja auch was zu unserem zweiten Hauptthema Mobilitätswende wirklich gut passt, aber das auch immer, ich hoffe da auch drauf, dass durchaus, da gibt es auch Signale, dass Robert mal mitkommt oder Michael Kellner oder wer es auch immer, ne? Es kann auch mal jemand sein, der hier gerade großes Batteriezellenwerk aufbaut in Anhalt-Bitterfeld. Ne? Also da haben wir schon viele Gespräche geführt und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch was, wie der eine Kollege eben Annie fragt hat, wo man durchaus einen Wahlkampfurlaub im besten Sinne mal verbinden kann und dass dann Leute ausschwärmen und sagen, so, wenn während die einen jetzt hier aufbauen oder die anderen das machen, gehe ich mal und flyere 2 Straßen. Das finde ich gut. Ah, siehst du, wir haben schon 2 Leute gewonnen, die an dieser Urlaubsidee gefallen finden. Das ist doch schön. Und wenn ihr jetzt allen nochmal 10 Leuten davon erzählt, dann wird das eine gute Sache. Wir werden auch eine Freiwilligenzentrale aufbauen. Das heißt, das ist also auf jeden Fall möglichst schon ab Januar, Februar ein fester Ansprechpartner ist, der also guckt, dass das für die Menschen, die Hilfe anbieten, auch wirklich effektiv ist. Dass man klare Ansagen kriegt, dass man klare Angebote kriegt, damit man nicht so viel Zeit und so viel Nervkram hat. Ne? Also ich glaube, das kenne ich ja selber. Ne? Also wir sind früher auch schon in andere Bundesländer gefahren. Da will ich nicht erst irgendwie die Hälfte der Zeit damit verbringen, zu gucken, wo muss ich eigentlich hin und wo kriege ich das Zeug her, was jetzt hier angesagt ist. Also das passt aber, finde ich, auch zu uns. Ne? Die Ideen, die wir hier vorantreiben und die Menschen, die auch sich immer mehr bei uns einfinden für diese Themen, die sind positiv und die wollen bei dem, was sie mit aller Ernsthaftigkeit vorantreiben, auch ein bisschen Spaß haben. Und ich denke, das können wir gut verbinden, weil wir haben das Wahlgesetz ein bisschen geändert. Wir haben einen größeren Spielraum. Wir hatten bis jetzt immer eine Situation, dass der Wahltermin immer mehr nach vorne gezogen wird. Lange Rede, kurzer Sinn, 6. Juni nächstes Jahr. Das heißt, wir haben also April, Mai. Das ist ja in diesem Jahr und traumhaft. Die schönsten Monate gewesen, wo man, glaube ich, diese Dinge auch mit ein bisschen Lust hier dann machen kann. Okay, super. Das klingt sehr, sehr schön. Und im Mai gibt es ja dann auch immer mal lange Wochenenden. Und das werde ich mir auf jeden Fall schon mal vornehmen. Und ich habe aber trotzdem, um nochmal zum 3. Oktober, den wir ja heute feiern, ja, zurückzugehen und ich dann auch wieder pünktlich in meinem Musikworkshop bin, wobei ich wahrscheinlich, ich höre das hier immer so im Hintergrund, wie die da spielen, den Klezmer. Ja, schön. Schon überlegt, ob ich die Tür aufmache, aber wahrscheinlich ist sowieso gleich Mittagspause, aber egal. Ich würde gerne nochmal zum 3. Oktober nochmal zurückkommen. Und zwar haben wir letzte Woche da eben Landtag gehabt und da habe ich auch eine Rede dazu gehalten. Und meine Conclusio war dann, weil die Eingangsfrage war ja, hat der Bundesbeauftragte für die Wiedervereinigung oder wie auch immer er heißt, Wursthausen oder sowas, hat er recht, wenn er sagt, Einheit ist geschafft.
Und ich habe nach langem Hin und Her und auch trotz der vielen Unterschiede überlegt, im Grunde genommen ist die Ost-West-Einheit aus meiner Sicht geschafft, weil die Unterschiede, die wir in vielen Bereichen haben, sind Stadt-Land-Unterschiede, sind Arm-Reich-Unterschiede. Natürlich gibt es auch noch, was Bianca ja auch gesagt hat, mit den gebrochenen Ostbiografien, ja, aber es gibt auch gebrochene Migrationsbiografien in Westdeutschland, es gibt gebrochene Fluchtbiografien und also wir haben irgendwie 15 Bundesländer, wir haben jetzt Länder, die durch den Kohleausstieg ganz neu, und die haben wir im Osten und im Westen, und in Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es auch Regionen, die ländlich bis sehr ländlich geprägt sind, in Bayern auch. Und ja. Ich habe neulich mal überlegt, wenn ich so vom Gefühl her, wo ich mich zu Hause fühle, ne, ich merke weniger Unterschied, wenn ich in MacPom unterwegs bin oder auch in Sachsen-Anhalt, weil ich ja nun aus Niedersachsen, aus der Lüneburger Heide komme, als wenn ich nach Bayern fahre oder sowas. Also wobei nichts gegen Bayern, Bayern ist bestimmt auch wunderschön, aber allein schon die Sprache, ja, ist ja eine ganz andere, und der Singsang, und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da mich dann im Osten fremder fühle oder anders sozusagen. Und es kommt dann eher darauf an, mit wem habe ich Kontakt und mit wem bin ich zusammen oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass es diese ganz krassen Gegensätze so nicht mehr gibt. Hm. Ist das eine westdeutsche Blick auf die Geschichte oder wie siehst du das? Es ist letztendlich sicherlich immer ein ganz persönlicher und individueller, aber wenn ich spontan darauf antworten müsste, so wie jetzt, würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, die großen Dinge, die wir uns vorgenommen haben vor 30 Jahren, die haben wir geschafft. Was nicht heißt, dass es im Einzelfall, das hast du alles ausgeführt, noch Dinge gibt, die unvollendet sind oder wo es Unzufriedenheiten gibt. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Endlagersuche angucke, das ist ein schönes Beispiel. Und deswegen war ich da auch wirklich, jetzt kommt zwar wieder Bayern, aber da war ich so sauer auf die Bayern, weil das war ein gutes Beispiel, dass es alle Bundesländer geschafft haben, ohne Setzung vorher Gesamtdeutschland gleich zu behandeln und zu gucken, wie können wir jetzt in der Sache das Beste in diesem schlechten Fall, weil jetzt dieser Atommüll ist Mist, klar, den wünscht sich niemand in seiner vor seiner Haustür. Aber das war ein gutes Beispiel. Und unsere Linkspartei, du kannst es dir nicht vorstellen, das Erste, was sie kommentiert haben, das Zeug darf nicht nach Sachsen-Anhalt, weil das würde wieder bedeuten, dass der Osten benachteiligt wird. Also an der Stelle die Ost-West-Karte zu spielen, ist sowas von vorgestern, das hat mich mega geärgert. Ja, finde ich auch. Es darf nicht vordringlich in den Osten, aber auch nicht weniger. Es ist einfach eine weiße Landkarte, und das ist richtig so. Und dass wir Herausforderungen haben an allen Ecken und Enden, ne? Also deswegen machen wir ja Politik, weil wir diese Herausforderungen sehen. Die ähneln sich in manchen Bereichen. Also wir überlegen an allen Stellen gemeinsam, wie wir ländliche Räume, das ist ja auch ein wesentlicher Schwerpunkt, nicht nur der Landesverbände, sondern auch der Bundespartei, wie wir ländliche Räume attraktiv gestalten können. Das ist aber die gleiche Herausforderung in der Altmark, bei uns im Burgenlandkreis, im Bayerischen Wald. Und in Dithmarschen. Mhm. So. Das sagt ja hier auch jemand, ÖPNV, Stichwort Landesnetz, ÖPNV wünscht man sich auch für NRW vielleicht. Also wir bemühen uns wirklich auch auf grüner Ebene, und das tun wahrscheinlich die anderen Parteien auch, uns auch über Konzepte auszutauschen. Und da wird natürlich ein Konzept aus Sachsen-Anhalt genauso gerne genommen und angeguckt wie ein Konzept aus Schleswig-Holstein oder aus Baden-Württemberg. Conny, ich würde jetzt mal die Tür hier aufmachen, weil eben haben die so schön noch mal Shalom gespielt. Dann kann man das vielleicht hören, wenn wir wieder spielen. Mal gucken. Und da geht's raus. Und dann würde ich mich nämlich hier demnächst verabschieden. Schade, ja, spielt sie gerade nicht. Ja, du bist auch schon fast um. Genau. Und wie gesagt, ja, das sieht hier voll schön aus da. Ja, es ist total schön. Wie gesagt, wo genau ist das? Der Blick Einbeck, wo es das Einbecker Bier gibt. Ah, ja. Und ist ein, wie heißt das nochmal? Sonnen irgendwas.
Und das ist echt total schön. Und ich spiele hier Cello 3 Tage. Oh, wie toll. Mein Sohn spielt auch Cello, ein super Instrument. Ja. Ja, die Musik verbindet immer. Ich habe vor allen Dingen eigentlich 3 Tage Handy- und iPad-Verbot. Ich habe mir selber auferlegt, weil ich einfach mal ganz meine Ruhe haben wollte, brauchte. Ja, ab Montag bin ich wieder online und habe nur für dich jetzt eine Pause gemacht. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Ich glaube, man könnte da noch ganz, ganz viele Aspekte miteinander besprechen. Aber ich freue mich, ob wir nächstes Jahr innerhalb der Tour vielleicht vertiefen können. Ja, das machen vielleicht wir. Vielleicht kann man ja auch mal einen gemeinsamen Termin da machen oder so. Auf jeden Fall. Ich fahre mit dir Rad, Conny. Sehr gut, gern. Und ich lasse es jetzt hier auslaufen mit ein bisschen Musik. Mach's Vielen gut, Conny. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich schalte mich dann aus. Vielen und, Dank, dass du das gemacht hast. Ein schönes trotz Wochenende dir noch. Tschüss. Dir auch. Ciao. Ciao.